So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Aktuell ist der DAX und der Dow eigentlich in der Konsolidierungsphase. Recht schwierig, da ja, gescheite Trades in Stunde aufwärts oder auch im 4-Stunden-Chart zu finden. Fangen wir mal im Dow Jones an. Da wurde ja gestern das Short Setup dann beendet. Einmal 100 Punkte plus mitgenommen, das andere waren dann noch 20 Punkte. Ein kleiner Abverkauf fand dann eben auch noch ab 20 Uhr gestern statt, der allerdings heute im Future-Handel mit etwas nach oben gekauft wird. So ergibt sich im Prinzip dann doch eine recht, ja, vielleicht doch noch eine recht schöne Short-Chance, aber allerdings mit dem Stop-Sell-Marke. Oberhalb, ja, hier hat sich ein flacher Aufwärtstrend gebildet, eine fette Unterstützung oder eine markante, die ja dann gestern eben hier an der 16.920er Marke zweimal nach oben, dann ist der Kurs abgeprallt und ich würde hier die Marke etwa von 16.890 nehmen, wäre auch dann dieses Tief eben gebrochen und auch dann die Unterstützung und der Aufwärtstrend dann signifikant, Aufwärtstrend und die Unterstützung ja signifikant gebrochen. Allerdings, wie jetzt eben die Muster eben noch aussehen, muss eben auch ein 200-Punkte-Stopp dann eingeplant werden. Und Chance, Risiko, ich muss jetzt nur gerade schauen, 200 Punkte, ja, wäre eben auch 200 Punkte, also auch kein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Mehr ist jetzt hier im Dow Jones aktuell nicht ableitbar, was natürlich möglich wäre noch. Ohne dass man hier vorher eben eingestoppt ist, ist noch ein kräftiger Short Squeeze, aber nur eben innerhalb von einem Tag, der halt dann hier deutlich nach oben geht und von mir aus auch noch diese Trendlinie dann ja temporär bricht, aber dann allerdings eben nach unten dann zurückschwappt. Das wäre auch noch möglicherweise ein wahrscheinliches Szenario. Beim DAX, der steht hier überhalb der Kaufzone. Hier scheint es jetzt zu bewahren, dass die Kaufzone doch hält, weil eben auch dann gerade eben, was ich eben gezeigt habe, hat hier der Dow Jones sich eben auch eine Unterstützung gebildet. Aber diese war jetzt hier nicht unbedingt vorhersehbar. Beim DAX konnte man hier was Gutes einzeichnen. Unterhalb von 9.800 Punkten etwa, 9.810, 15 Punkten, hier liegt noch ein Gap. Man kann jetzt hier der DAX noch randitschen und dann trotzdem noch ein weiteres Tief dann ausbilden, sollte sich bei den US-Indizes eine Schwäche zeigen. Sonst hat hier der DAX doch größere Chancen, eben über 9.900 Punkte eben auszubrechen, falls eben diese Marke gebrochen wird. Im Forex-Bereich laufen einige Setups, wie gesagt, im Dow und DAX laufen aktuell keine Trades. Hier gab es Rücksätze im australischen Dollar, US-Dollar, nur nochmals an das letzte Tief. Hier konnte nicht das Währungspaar weiter nach unten, sich nach unten absetzen und ja, leitet hier schon wieder eine neue dynamische Aufwärtsbewegung ein. Ich bleibe da weiter dabei. Hier im Euro gegen Pfund
Da sieht man, ja, wenn man hier den Stopp nicht auf Schlusskursbasis, hier ist eben den Tag gewählt, hat sich hier dann doch die Rainbow-Oberkante als Widerstand entpuppt. Ich bin aber draußen und jetzt sieht es hier, ja, was eben auch gestern schon gesagt worden ist, nach einem neuen kleinen Low aus. Aber ob sich das definitiv hier durchsetzt, darf man sicherlich anzweifeln. Wer noch investiert ist, den Stopp jetzt hier auf dieses Hoch der letzten Tageskerze legen und abwarten, wie sich dann das Währungspaar nach einem neuen Tief sich dann verhält. Hier Euro gegen kanadische Dollar. Gab es einen erneuten Abprall am EMA 200, was mir jetzt nicht besonders gefällt. Einstieg war ja hier bei 1,47. Den Stopp auf dieses Tief nachziehen, hat man 100 Pips Risiko etwa. Und dann muss der Markt eben entscheiden, ob man ausgestoppt wird oder nicht. Im Euro, australische Dollar, läuft kein aktuellen Setup. Wäre nur schön gewesen, läuft an diesen Widerstandsbereich hin, um dann Short zu gehen. Ja, hier kann sich das jetzt auch schon fortsetzen. Allerdings sind wir natürlich schon weit in der Korrektur und in der Bewegung halt, ja, in der Abwärtsbewegung und ja, eine Aufwärtskorrektur könnte sich jetzt hier natürlich schon anbahnen. US-Dollar, kanadischer Dollar hat auch Probleme gerade hier an dem EMA 200. Ja, bleibt eben abzuwarten, ob jetzt hier das Tief hält, beziehungsweise eben auch die 1,33 Marke wäre für mich jetzt der Stopp. Bei den Rohstoffen startet das Silber relativ schwach, kann sich aber schon wieder etwas aufmachen. Hier hätte ich es jetzt gern gesehen, noch ein Stück tiefer. Da wird aber schon wieder ein neuer, sollte aber demnächst ein neuer Einstieg. Long-Einstieg ist da geplant. Allerdings, wo der genau stattfindet, werde ich dann heute Nachmittag dann bekannt geben. Beim Gold hat hier wieder die Rainbow-Oberkante fast getroffen. Und da gab es eben auch schon wieder die ersten Käufer. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, melde ich mich später mit anderen Setups. Danke.